R-E-W-I-N-S-I-D. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video hier aus Korea. Hondere, oh! Warum wir uns gerade in Korea befinden und was das überhaupt in Jones Gesicht wird und wieso wir überhaupt hier sind, was gerade eigentlich abgeht in unserem Leben. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon, weil ihr uns auf Instagram folgt und das dann gesehen habt. Aber ey, trotzdem schön, ihr später mal bei unseren Vlogs vorbeischauen. Wir machen heute eine Korean Candy Challenge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinstellen, die Kamera richtig auf, Leute. Ihr seht schon ungefähr, was wir haben. Wir haben Sachen im Wert von 50 Euro eingekauft. Im Titel steht aber 100.000, weil das macht ja mehr Sinn, damit ihr da draufklickt. Und ja, ich würde sagen, Kamera auf und los geht's, Leute! Und wir sind auf jeden Fall in der richtigen Kameraposition. Ich hab keine Ahnung, was es gewesen ist, was ich da gerade gemacht habe. Ist auch egal. Wir haben hier so dermaßen seltsame Sachen gekauft. Okay, wir fangen erstmal mit zwei Drinks an, würde ich sagen. Wir haben hier einmal Water Jelly Green Grape und Water Jelly Peach. Es steht halt nirgendwo drauf. Wir wissen halt überhaupt nicht, was da drin ist. Also man kann es halt teilweise ablesen. Aber es gibt halt Sachen, da weiß man halt gar nicht, was da drin ist. Ja, cheers, ne? Lass uns mal probieren hier. Keine Inhaltsstoffe oder sowas. Also wenn wir Allergien haben, tot. Trinken, schlucken. Ich muss ein Glas holen, was den Leuten zeigen. Da ist Jelly drin. Guck mal hier, Leute. Seht ihr das? Das ist Jelly. Also manchmal richtig scheiße. Schmeckt eins gut. Mhm. Echt jetzt? Probier mal. Dein schmeckt wirklich gut. Ich werde erstmal im MC Cool versuchen. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, es schäumt. Bah, riecht das. Das riecht nach Kacke. Das riecht einfach echt nach Kacke. Bah. Okay, das kann ich nicht trinken. Das kann ich nicht trinken. Kaffee? Mit AA. Mit AA. Das riecht nach AA. Das riecht einfach wirklich nach Kacke. Wer macht denn sowas? Bauder. Das ist Kaffee mit Pfeffer oder sowas. Oh mein Gott, was? Da ist Pfeffer drin. Spark Up aber, ne? Steht drauf. Ja, Spark Up, Sparkling Coffee mit Pfeffer oder so einem Kack. Das kannst du nicht trinken, da ist Pfeffer Vitamin drin. B1. Das schmeckt einfach nach Kaffee mit Pfeffer und... Oh mein Gott, Chef, ich hätte das getrunken. Bah, ja, okay, lassen wir das auf jeden Fall. Ich habe nur ein Wasser stehen. Das Video. Das ist die gefährlichste Candy Challenge der Welt. Oh mein Gott, oh mein okay. Gott. Jolly, such dir was aus, was wir essen. Ich will... Nicht die Wurst, nicht die Wurst. Nicht die Wurst am Anfang. Müssen wir, aber das ist Käse. Wir haben das hier gefunden, diese eklige Käsewurst. Und eigentlich stand das bei den Süßigkeiten, deswegen weiß ich nicht. Aber steht da Cheese drauf? Pass auf, ja, da Cheese. Da ist ein Käse drauf, ja. Ich wollte sagen, das stand da an der Kasse, wo man normalerweise sowas wie Tic Tacs oder so hinstellt. Was man einfach so nimmt, weil man es einfach so, ach ja, das ist lecker, das nehme ich mit. Ja, ja. Also das ist das, was die hier anscheinend einfach so snacken. Mach oh mein Gott, jetzt haben wir darüber geredet. Nee, das kommt am Ende, nein. Jodie, wir müssen Spannungskurve aufbauen, das kommt am Ende. Wir machen jetzt das hier. Ich kann literally nicht entziffern, ob das überhaupt essbar ist. Zwei Bonbons und Sammelkarten, okay. Sammelkarten. Das ist ein Comicbuch. Oh. Wow. Geil! Oh mein Gott, da ist ein ganzer Comic drin, da sehe ich so ein Manga, so ein Manga das drin. Das ist wirklich, das ist ein legit Manga. Ja. Schmeckt nach normalem... Normales Erdbeerbonbon halt, lohnt sich nicht. Okay, was ist das? Wassermelone. Ich weiß es nicht. Bah! Das riecht nach Alkohol. Bah, riech mal daran. Ew, fermentiert oder so. Die haben sehr viel mit Melone und immer so ein komischer mit. Irgendwie so eine Shisha riecht immer so. Ja, stimmt. Das schmeckt wie Shisha-Tabak. Schmeckt so wie Shisha. Finde ich nicht geil. Aber das können wir den Leuten mitbringen von zu Hause, die viel Shisha rauchen. Was ist das? Was habe ich da gekauft? Mach mal auf. Da sind so ganz viele kleine Bonbons dran. Guck mal, ganz viele so. guck mal. Kinder, guck mal. Das Maul. Was für ein Brauseding. Mit einem Kaugummi. Die sind geil. Oh, schmeckt wie Brause mit Kaugummi. Voll geil, voll die geile Kombination. Finde ich richtig geil. Was nehmen wir mit? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie lange schmeckt das? Wir müssen testen. Hält auf jeden Fall länger als eine Minute, das Zeug. Hält länger als man denkt. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Lass uns mal was Ekliges nehmen, ja? Das hört sich an wie Fleisch. Das ist kein Fleisch, da ist irgendeine Frucht drauf. Ich dachte, das wäre getrocknete Früchte. Sieht zwar aus wie Fleisch, aber es ist eine Frucht. Ich hoffe, das stinkt nicht. Boah, ist es doch Fleisch. Das ist Salami. Das ist keine Salami. Stopp, hör auf, nicht essen. Nicht essen. Ich will's probieren. Nein, willst du nicht. Ew. Gib mir die Tüte. Das war auf jeden Fall, es war irgendeine getrocknete Frucht mit einem salzigen Überzug. Ich glaube nicht, dass es Fleisch gewesen ist. Egal, machen wir weiter mit Minecraft-Keksen, Leute. Oder nee. Sandbox Friends, wer kennt's nicht? Schmeckt wie Sand. Voll lecker. Einfach ganz normaler Cookie. So Glückskeksmäßig so ein bisschen. Mhm. Ja, das ist ja ganz normal, einfach wie bei Sushi. Das wissen wir nicht. Doch, wir wissen das nicht. Wir machen es erst auf und dann wissen wir das. Wow, du hast einfach alles kaputt gemacht. Gar nicht geil, du. Aber um Sushi drum wäre es geil, weil es so salzig ist.
Stell dir das vor, mit Reis und Gurke. Mm, ja, oder halt in der Mülltonne. Ich stell's mir ganz gut in der Mülltonne vor. Okay, hier haben wir noch so einen Hoden. So einen asiatischen, ich weiß nicht. Sehen asiatische Hoden so aus? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Oh, guck mal! Ah, das ist ja, wie das, was wir kennen. Das ist wie diese Überraschungseier aus Deutschland. Mm. Oh Gott, das sieht richtig gut aus. Guck mal. Hast du als Kind immer lieber die Schokolade gegessen oder das Spiel gespielt? Auf jeden Fall die Schokolade gegessen. Hast du erst immer die Schokolade gegessen und dann das Mund auf. Eier aus Opa? Also ich find's halt eklig. Oh, schmeckt auch. Findest du's lecker? Das schmeckt wie Mao-Am. Man erwartet Schokolade und man kriegt Erdbeer-Mao-Am. Okay Leute, auf geht's mit der Käsewurst. Jodie, das riecht nach Kotze. Alter Vater, wieso steht sowas an der Kasse? Weiß mal ab. Nein. Du hast es gekauft. Nein, du hast das gekauft. Wir beißen beide ab. Du okay? Zuerst. Ich breche mein Stück ab und du beißt ein Stück ab. Nein. Wir beißen zusammen ab. Okay. Boah! Ich schwöre dir, ich werde davon kotzen. Hast du im Mund? Nein, ich hab's nicht. Okay, 3, 2. Ich weiß nicht, ob ich das kann, wirklich. Mir ist jetzt schon übel. 3, 2, 1. Kannst du einfach nicht machen. Es tut mir leid. Ist so übel gerade. Ich muss mich so zusammenreißen, gerade nicht zu kotzen. Okay. Warte. Ich brauche ganz kurz einen Moment, wirklich. Mir ist. Boah, Leute, ich habe legit in meinem ganzen Leben noch nie etwas ekligeres gegessen als das. Oh. Ja, geil. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Weil das riecht genauso das riecht kacke. So das riecht genauso wie dieser Käse. Ich räume mir auch mal ein bisschen Kaugummi hier raus. Schmeckt nach gar nichts einfach. Das Geile daran ist die Verpackung. Das ist eine coole Idee. Ja. Das war's schon, übrigens. Ja, ist halt wie diese Kaugummi-Rollen, die wir aus Deutschland kennen. Aber geile Idee, aber viel zu viel Plastikverschwendung, voll schwach. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal Cola. Nee, Lotte. Was zum Teufel ist Karamell? Das Karamell? Oh mein Gott. Aua. Wie soll man das essen? Aua. Oh. Was haben die Kinder hier für Zähne? Ich weiß nicht. Das könnte auch Aua. Ich glaube, das ist Bauschaum. Das ist zum Verdichten von Fugen irgendwie. Ich glaube, das ist zum... Ja, jetzt hast du den Haaren hängen. Respekt an sich. Machen wir weiter mit dem hier. Da sind 2 jonglierende Beeren drauf. Richtig geile Zeit, Alter. Das sind Gummibärchen. Ja, magst du. Ich mag das. Du musst aber auch probieren. Oh. Die sind lecker. Gib mir ein rotes. Doch, die sind lecker. Den nehmen wir mit nach Hause. Die sind wirklich lecker. Jonglierende Bergen? Bergen. Wer kennt's nicht? Jonglierende Bergen. Kann ich empfehlen. Bei mir ist so schlecht, ich will nicht mehr. Was haben wir hier, Jodie? Keine Ahnung, ist egal. Nice, okay. Ich öffne. Öffnen! Ah! Oh nein. Es ist alles über meine Klamotten. Es ist alles am Boden. Es ist alles am Boden. Es ist unten aufgeplatzt. Oh Mann. Och Kacke. Naja. Ich probiere trotzdem mal so ein Ding. Das sieht aus wie Erdnussflocken oder sowas. Locken. Komm mal her. Ich kann mir gerade nicht entscheiden, ob es lecker ist oder scheiße. Das ist. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Das sind wie diese Erdnüsse mit Honig. Die sind salzig, aber süß gleichzeitig. Das ist so nichtssagend irgendwie, aber irgendwie... Salz fehlt ein bisschen. Finde ich jetzt so lala. Also nehmen wir die nicht mit. Okay, dann haben wir hier noch einmal... Banane. Bananentüte. Bananen sind die, welche habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Doch. Oh, guck mal, das sind so... Ich habe mein Haus fertig. Das sind deine Schwänzchen. Guck mal, da kommt so ein Megapimmel, macht das kaputt. Hat sogar geklappt. Hier, isst du den Schwänz jetzt? Ja, kann man voll essen. Ist okay. Möchtest du es nicht essen? Du hast die ganze Zeit gar nichts gegessen. Du bist voll der Loser. Du isst die ganze Zeit gar nicht mit. Ich habe auch gar keine Lust auf sowas. Aber das ist lecker. Also es geht. Nee, das ist echt scheiße. Nimm es mit oder nicht? Ja, wie du willst. Ja, ich nehme es mit. Dann haben wir hier noch einmal Kekse. Ich habe keine Ahnung, das hat Jodie gekauft. Was ist das für eine Konsistenz? Fühl mal, wie die sich von außen anfühlen. Ja, die sind so wie so Krabbenbrot so innen drin. So Chips-mäßig. Oh mein Gott, ist das geil. Ist es süß oder salzig? Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich finde es ultra lecker. Nein! Cinni-Minis! Cinni-Minis von außen mit so einem Rice Krispie. Ich nehm's mit. Ich find's lecker. Mm. Kommen wir zum letzten. Haichu. Ist dieses Format von Ju gewesen? Haichu. Das sind irgendwelche Traubenbonbons. Oh mein Gott, bestimmt wieder Kaugummi. Wenn's nochmal Kaugummi, ja, Chu, natürlich. Ja, natürlich. Boah, aber Traubenkaugummi klingt geil. Ich mag Trauben richtig gerne, nur das ist Traubenkack nicht, dass ich eben hatte. Och nö. Schmeckt nach Alkohol. Mhm. Die schmecken nach gammligen Trauben einfach. Boah, nee. Ey, die armen Kinder hier, Mann. Also ja. Man kann es wahrscheinlich essen, muss man aber nicht. Ja, also man muss sich halt daran, glaube ich, einfach gewöhnen. Das ist das Geilste. Gib mir noch mal einen Schluck davon. Jelly ist
voll lustig. Also, fassen wir kurz zusammen. Ein Drittel davon, der ist lecker. Der Rest absoluter Crap. Weiß leider nicht, wie koreanische Kinder... Naja, wir haben ja jetzt auch nur das getauft, was halt so ganz merkwürdig ist. Ja, stimmt, das stimmt. Es gab auch noch ganz viele normale Sachen, die wir außen vor gelassen haben. Also, ja, ich glaube, wenn man das gleich in Deutschland macht, kann man das sicherlich genauso Kacke kaufen. Es gibt genauso... Über auf der Welt gibt's Scheiße. Ja, richtig, von daher. Aber, auf jeden Fall ganz interessant. Ich muss mich tatsächlich immer noch fast übergeben. Mir geht's echt scheiße und ich habe mit diesem Pfefferzeug wirklich Kopfschmerzen bekommen. Aber ich glaube, es war ein lustiges Video, Leute. Schaut auf jeden Fall mal bei Jordi vorbei, denn da haben wir noch was anderes gekauft, was, glaube ich, auch extrem witzig wird. Das seht ihr aber dann in ihrem Video. Ihr Kanal ist auf jeden Fall verlinkt. Die Vlogs aus Korea kommen die Tage bei uns auch online. Ich würde mich jetzt einfach dann verabschieden von euch. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Jordi vorbei. Macht das gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.